Inferno leer, Expose leer, richtig schön inaktiv. Yes! Hallöchen Leute, da ist Herr Gusua wieder mal. Ja, ich habe hier einen Angriff, den ich kurz machen will. Ich bin noch so ein bisschen hier mit dem zweiten Account eben am Hin- und Herfarmen, logischerweise. Und war auch ganz aktiv, das ging ganz gut. Also die letzten immer mal so 200 von beidem und so weiter und so fort. Man ist ja so ein bisschen jetzt, wie soll ich sagen, nicht verwöhnt, kann man ja gerade nicht sagen. Also ich bin ja so ein bisschen... Ja, wiederum, wenn ich den Loot hier sehe, bin ich natürlich darum verwöhnt, weil ich halt mit dem anderen Account halt gerade im Meisterbereich bin und da der Loot echt richtig, richtig kacke ist. Also, wenn ich euch einen Tipp geben kann, in Meister braucht ihr momentan meiner Meinung nach absolut gar nicht abhängen, weil das einfach mal direkt ins Gesicht geht, aber nicht in das Gesicht des Gegners, sondern in euer Gesicht. Also da stehe ich halt gar nicht drauf gerade. Und ist halt wirklich gerade so der Liga-Bonus, dass man sagt, na gut, okay. Wie gesagt, ist halt... So ein chilliges Abhängen da, weil ich halt, also mit der Queen geht das halt total easy, das ist jetzt gar nicht das Problem, also da ballert man schon alles weg, aber man muss halt trotzdem immer am Start sein und dann, ja, ist der Bonus halt wirklich lachhaft. Zusätzlich würde ich natürlich gerne die Queen upgraden, aber in dem Bereich, selbst wenn ich jetzt das Dunkle hätte, kann ich das natürlich jetzt erstmal nicht machen, weil ich mit der Taktik dann halt eben mit der Queen nichts mehr reißen würde. Ist ja wohl auch klar. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten und dann geht das momentan halt einfach nicht. Aber ich denke mal, bis... ja, hier kommen, den sollten wir kurz wegsnacken und dann war es das. Aber ich denke mal wirklich, ich sollte einfach kurz durchhalten, dass man halt wirklich kurz den Champ hat. Dann hat man die 2k Gems noch. Und dann kann ich da mein Rathaus, beziehungsweise mein Rathaus, meine fünfte Bauhütte dann halt starten. Weil wenn ich dann irgendwann mal Town Hall 10 bin, dann ist natürlich klar, dann geht das natürlich richtig übel los mit Ausbauen. Klar, und dann steht man da, ja, was ist mit meiner fünften Bauhütte? Hier bin ich ja auch schon ganz schön dicht dran. Also ich habe jetzt zwar gerade einen Boost rausgekloppt, bloß ich denke mir halt auch, also für die Gems kann man es halt auch wirklich mal machen, beziehungsweise für die Ressourcen. 2,5, jetzt muss ich mal gerade überlegen, das haben wir maxed soweit. Naja, 2,5, dann könnten jetzt langsam die Teslas, die könnte ich theoretisch noch auf 6 knüppeln mit 500.000 mehr. 10 Tage ist natürlich ganz schön doll und die hätten halt für 2,5 Mille, aber ich guck mal, was ich noch machen kann. Ich skip euch dann wieder so weit, bis ihr den nächsten Angriff habt. Oh, der hat mega fett Loot und ich sehe gerade, ich krieg das Dunkle. Ich weiß, es wird eine tricky Kiste. Ich muss erstmal hier vorbereiten, dass die Bogies halt wirklich gut ran können und dann Rathaus killen und dann einmal schön rundherum alle Bohrer. Schade, dass die nicht auf 6 sind. Das wäre natürlich mega geil, da hätte es richtig Gras gegeben. Aber richtig übel. Naja, so ist das Leben. Aber das, was wir mitnehmen können, sollten wir natürlich mitnehmen. Ich denke mal 1,5k sind es auf jeden Fall. Und das ist in dem Account-Bereich natürlich schon echt richtig gut. Ich guck mal hier, was wir hier so kriegen können. Das wird aber nicht die Masse sein, aber mal schauen. Ah, aber das ist auch schon ganz nett. Das ist auch auf jeden Fall ganz nett, sollte man mitnehmen. Sollte man mitnehmen, aber halt vorher wirklich gucken, easy, kann ich da lang, beziehungsweise lohnt sich das. Wenn ich jetzt merke irgendwie, ich drop da meine Bogies und da passiert gar nichts, dann brauche ich da nicht weitermachen. Aber da habe ich ja jetzt auch nochmal 50k oder sowas mitgemacht, zumal ich bin im Boost, was soll ich in die Truppen zurückhalten, ist ja Blödsinn. Dann kann ich die Truppen ja auch raushauen. Das hier wäre natürlich mega nice gewesen, aber ich glaube... 1,5, 2k dunkles sind es geworden. Zack, reicht mir. Ah ne, 1,5 nur. Also 1,2 sogar nur. Hätte ich jetzt mit mehr gerechnet, aber trotzdem auch ziemlich cool. Mit Only Bogies passt.
Der Gerät hat noch mal was rausgehauen hier. Ich guck mir das mal an hier. Auch eine tricky Kiste, muss ich sagen. Ich hätte die, ganz ehrlich, ich hätte sie so nicht gedroppt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich hier hinter wirklich was befindet, ist ja wirklich groß. Ich meine, der sieht schon wirklich mächtig inaktiv aus, aber ihr wisst ja selber, also ich lasse dann manchmal auch einfach die Gräber stehen, weil ich mir denke, ach naja, aber klar, ich meine, der muss schon eine ganze Weile lang inaktiv gewesen sein. Ah, ärgerlich, dass es den Heiler hat. Aber man hat das echt so. Man sitzt da, denkt sich, oh, komm, 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 los, los, los. Kenne ich auch. Geht mir ja teilweise nicht anders. Und zumal von hier wäre ja dann auch mal hier richtig cool, wenn man natürlich gute CB-Truppen hat. Schön. Max Magier. Passiert natürlich einiges. Ganz klare Kiste. Hier gut gedroppt, dass halt wirklich die Riesen echt noch aktiv bleiben, ganz klare Sache. Das ist hier spielentscheidend. Auf jeden Fall. Ja, geil, schön. Und wenn sie sich umdrehen, ist Tesla weg. Ja, geil, sehr gut. Hätte ich am Anfang echt nicht gedacht, dass es sich so noch dreht. Riesen sind immer noch am Start. King ist drin. Cool. Naja, was die Magier halt, also ich sag mal, am Anfang sind die Magier halt echt low. Da sagt man sich, oh, da passiert ja nicht wirklich was. Aber ja, halt 5 und 6, die hauen dann schon echt gut aus. Auch gut raus. Also das ist schon echt cool. Ja, komm, was da liegen geblieben ist, alles gut. Einwandfrei, passt. So, hier haben wir einen mit Hox. 30 Hogs ist schon einiges. Hier zumindest eine Riesenbombe, aber nicht eine doppelte. Aber hat er auch richtig gut vorbereitet. Zwei Hogs, zack, okay, dann weiß man, was geht. Hier wird genau das gleiche Thema sein. Na, hier könnte sogar eine Doppelriesenbombe sein. Nee, ist nur eine. Und ist natürlich clever. Ist richtig gut gemacht. In der Clanburg hat er auch noch Hogs drin, also das passt, das ist natürlich geil vorgearbeitet. Ja, er macht es nicht zum ersten Mal. Ah, schade, schade, die sind jetzt anders gejumpt. Ja. Und jetzt wird er sich sagen, gut, okay, komm, jetzt haben wir hier alles und jetzt geben wir mal Gas. Da kommt noch ein Hog. Ja, aber die werden, na obwohl, jetzt werden sie von dort aus entweder da rein oder zuerst zur Kanone. Weil hier wird ja garantiert noch die Bombe sein. Na, okay, hat er kleine Bomben drinne gehabt. Heal gut gedroppt auf jeden Fall. Einwandfrei, klar. Die war ja schon weg, einwandfrei. Der müsste hier jetzt noch sich was befinden. Und da hat er aber auch noch einen Heal, also sollte passen, da ist geil, super gut. Er weiß Tesla und dann kann da nur noch was sein und das war's. Und jetzt hat er Glück, die, na doch, die werden dahin springen. Ja, genau. Ja, klar. Logisch. Also wie gesagt, wenn man sich halt so ein bisschen damit auskennt und die Hogs dann richtig einsetzt, dann geht das auch. Das ist dann ganz easy. Dann passt das. Die waren auch einfach zu schnell für den King. Da ist nicht wirklich was passiert. Jetzt sehen wir, die sind schon nicht mehr mit der Dev beschäftigt. Dann regeln die jetzt hier definitiv alles. Und dann ist das schick. Einwandfreie Kiste. Wobei die Base jetzt auch nicht der Kracher war, muss man auch sagen. Aber easy 100% gezogen. Einwandfrei. Weiter so. Hier haut der Rafflon, müsste es sein, oder Rafflon, wie auch immer, haut was raus. Hier muss ich echt sagen, warum hat denn der das so aufgestellt? Also da verstehe ich den Sinn an der Base nicht. Also nicht ansatzweise. Ich meine, hier hat er das Dunkle so auf dem Präsentierteller. Dann hat er noch beide Bohrer voll. Ich meine, was will man mehr? Dann kriegt man das Rathaus. Also, naja, war inaktiv, aber trotzdem auch als Aktiver. Beziehungsweise so inaktiv kann er auch nicht gewesen sein, weil die Infernos haben noch alles drinne, die X-Bows sind auch noch nicht komplett leer, also so mega inaktiv kann er nicht sein. Aber verstehe ich nicht. Aber cool, also auf jeden Fall geiles Ding, ganz klar. Jetzt hier
Eventuell gucken, dass die Magiertürme wegkommen, weil sonst wird es halt ein bisschen schwierig. Eventuell mit beiden Helden. Hier King, da Queen und dann regeln lassen. Weil das wäre natürlich schon ziemlich nice. Das wäre so eine Sache. Ja, du kriegst halt immer wieder von den Magiertürmen halt auf den Sack. Ja, und mit King und Queen zusammen läuft das dann. Einwandfrei, easygoing. Und fertig. Also man hatte das Rathaus, man hatte das Dunkle. Ich meine, was will man mehr? Boah, ich glaube, den greife ich an. Also ich meine, der macht es mir echt mit den Minenwerfern und dem ganzen Zeug außen einfach zu leicht. Guck mal, ich bin jetzt bei 25 Bogies, die ich jetzt verballert habe. Die Magiertürme brauche ich gar nicht killen, weil die gar nicht in meine Range kommen. Und jetzt hier gucken, dass ich in dem Bereich halt irgendwie reinkomme. Schade, dass ich keine Mauerbrecher habe. Oh geil, ich habe Riesen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dann können wir hier eine richtige Aktion starten. Vielen Dank nochmal an denjenigen, der mir die Riesen gespendet hat. Nice Nummer auf jeden Fall. Das ist jetzt richtig kriegsentscheidend, auf jeden Fall. Und jetzt hier rein Erster sein und fertig. Einfach nur, ja geil, Riesen knallen hier den Minenwerfer weg und das war's. Halt wirklich nur das Innere. Was soll ich mich mit den Magiertürmen beschäftigen? Vollkommener Blödsinn. Die kommen mir jetzt gar nicht in eine Quere. Ich brauche, glaube ich, nicht mal mehr Bogies. Das reicht sogar. Alles andere hier, das draußen, das ist Pillepalle. Oh, jetzt hat er sogar noch, na, doch, die kill ich. Die kill ich. Ich will hier nicht so viel Stress haben. Machen wir doch gerne. Genau, meine Riesen halten noch was aus. Einwandfrei, gutes Ding. Perfekt. Mit der vollen Clanburg hätte ich jetzt nicht mal gerechnet, muss ich sagen. Aber wie gesagt, hier, ich will das Dunkle auf jeden Fall mit haben. Und dann, will ich das nicht verschenken, ganz klare Geschichte hier. Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus und das war's. Wie gesagt, die hätte ich. Warum soll ich die hier draußen killen? Quatsch. Passt, einwandfrei. Reicht mir. Einwandfrei. Der ist mega. Der Pole haut wieder raus, auf jeden Fall. Mit einer Go-Wipe, nee, mit einer Go-Wee-Wee. In Verbindung mit Riesen. Ah, okay, nice. Ist natürlich geil, wie jetzt die Riesen natürlich wirklich den Golem unterstützen. Ja klar, da können die natürlich hauen, was sie wollen. Ich meine, gegen den Fünfer Golem hast natürlich da keine Chance als Magierturm. Einwandfrei, King ist drin, Inferno leer, Exposed leer, richtig schön inaktiv. Yes. Reingehen hätte er gar nicht müssen, weil der gesamte Loot sieht fast draußen, sieht so aus, als wäre das alles draußen. Ja, hier passiert nicht wirklich viel hier. Ja. Hätte er gar nicht machen müssen, aber ich gehe mal davon aus, so wie er jetzt vorbereitet war, plättet er die komplette Base mit 100% und dann ist das easy going. Machen wir mal was schneller hier. Ja, hier war halt eine schöne Trollbase. Passt auf jeden Fall. Wie sagt der Gusumer? Einwandfrei. Geiles Ding. Ja, ich denke mal, das. Wenn der Golem jetzt, der Golem braucht jetzt hier zu lange. Schade. Wäre der nämlich noch vorgegangen, aber ich denke mal. Ja, okay. Wolltest du denn nicht riskieren? Im Kristall 2-Bereich willst du halt mit deiner Queen noch weiter was machen. Ganz klare Sache. Hier haben wir LOLGamer007 richtig voll. Und eine coole Kombi. Eine richtig coole Kombi. Gefällt mir. Und ich sag mal fast 1 Million einwandfrei.
Und wieder schön in Silber 1. Claro. Ah, hier, ihr seht es auch wieder. Wieder richtig gut gemacht. Riesen an einer Stelle gedroppt und dann halt wirklich an der anderen Stelle die Mauerbrecher, dass die halt nicht dort reingehen, wo halt der Minenwerfer oder der Flächenschaden selber halt eben zuschlägt. Einwandfrei, hier geht das Dunkle down. Aber viel war da ja nicht drin, da ist ja mehr in den Bohrern drin. Einwandfrei, richtig cool durch. Die Riesen kämpfen sich hier richtig gut durch. Der König will wieder raus. Ich will raus. Geiles Teil auf jeden Fall. Ah, schade, dass die Queen down gegangen ist. Ist halt so. Das kriegen wir noch hin hier. Ja, genau, einwandfrei, super. Noch schön gezogen. Jetzt noch das Dunkle weggeballert. Einwand. Kommt, die 33k. Einwandfrei. Super geiler Raid. LOL Gamer. Daumen nach oben auf jeden Fall. Richtig geiles Ding. So, jetzt bin ich auch schon wieder bei fast 3 Millionen. Dann können wir. Gucken wir mal kurz rein hier. Layout. Hier finde ich gut. Finde ich richtig. Hier finde ich. Vollkommen richtig. Das Alex ist dir halt jetzt momentan wichtiger. Du sagst halt, ah gut, okay, komm, ich will halt irgendwas upgraden. Mal gucken. Drache hast du schon auf 3? Du bist soweit ganz gut dabei. Na, Pekka. Pekka, ich denke mal, du wirst für einen Pekka halt. Oh, auch Respekt, ganz ehrlich, auf halt gerade so Champion, aber immerhin Champ und. Rathaus 9, ich denke mal, vielleicht warst du da sogar noch Rathaus 8, aber ich denke mal, du bist gerade erst hochgegangen auf 9. Bist auch noch zu früh hochgegangen, okay, aber ist nun mal nicht anders. Aber hier, das machst du richtig gut, dass du hier das schön safe machst. Nice. Finde ich cool. Ich würde eventuell würde ich die noch tauschen. Aber. Probier es aus. Probier es einfach mal aus. Minenwerfer dahin. Mir wären die Minenwerfer zu weit draußen. Aber probier aus. Ansonsten coole Sache. Läuft auf jeden Fall. Und wie gesagt, halt mega Raid. Ganz klar. Only Drache. Ja, geil. Ja, klar, logisch. Gute Idee. Die Sache ist halt einfach wirklich die. Ihr wollt was sehen. Wie gesagt, das ist halt wirklich irgendwo meine Aufgabe, ganz klare Geschichte, euch halt auch irgendwo was zu bieten, was halt nicht jeder 0815er hat, ganz klar. Und mein Mikrofon will wieder nicht das machen, was ich will. Und klar, muss man halt eben gucken, wie kriegt man das irgendwie unter einen Hut und dann muss man halt sich was ausdenken, ganz klar. Ja, Only Drachen. Wir haben hier nur die Zweierdrachen, also bei den Dreiern merke ich es halt echt, die ballern halt richtig gut weg, auf jeden Fall. Und. Bei den Zweiern ist es noch nicht so ganz so krass, aber hat ja auch gereicht. Ich meine, klar, X-Bows sind alle leer gewesen, Infernos sind leer. Tesla ist jetzt hier nicht wirklich was am Start. Hier, naja, die Luftabwehren sind halt auch low. Die sind halt richtig low. Ich hätte wirklich direkt bei den Luftabwehren angefangen. So geht's mir. Also ich schalte die dann erst aus, aber du hast die gut aufgeteilt. Du hast halt gesagt, gut, okay, komm, ich drop hier nach und nach. Ich mache das meistens wirklich auf einen, so ein One-Shot. Na, hier hätte der King schon laufen können. Hier King. Ach so, ah, hast du vorher schon gedroppt. Aber hier gleich, der hätte die eine Luftabwehr schon ausschalten können, theoretisch. Aber wir haben ja gesehen, es wird ja eh ein 100er, von daher spoilern wir mal ein bisschen. Machen wir einfach mal. Um kurz vor 8 am Montag. Da darf auch mal gespoilert werden. Hier hätte der King halt wirklich gleich außen managen können, aber passt. Einwandfrei. Geiler Loot. 4K Dunkles. Was will man mehr? Und jetzt hier noch kurzes Rathaus gesnackt. Schön. Geiles Ding auf jeden Fall. So, hier haben wir doch wieder einen Inaktiven. Inaktiv. Hier ist der Tesla. Oh, welch Wunder. Ein Low-Magier-Turm, den können wir gleich noch mitfressen. Und hier wollen wir auf jeden Fall die Goldminen auch noch haben. Da kämpfen wir uns hier mal mit dem King durch.
Hauen wir dem auch gleich mal einen Rage vor der Platte. Und dann sollten wir hier an die guten Minen rankommen, die 11er Minen. Und die 10er nehmen wir natürlich auch mit, ganz klar. Loot tut gut, das wissen wir alle. Zack, geragter King. Einwandfrei. Jo, läuft. Ich denke, die sollten den. Ja, genau. Richtig so. 50.000 haben wir noch. Die ziehen wir hier draus. Und dann ist das Ding eine runde Nummer. Einwandfrei. Cool. Gefällt mir. Das ist Loot, den ich gebraucht habe. Jetzt geht's nämlich da logischerweise auch dem Boost, dem Ende entgegen, ganz klar. Aber ich will noch gucken, ob ich da noch den ein oder anderen guten Raid drinne habe. Und den würde ich euch auch noch zeigen. Und dann würde ich jetzt noch mal zusätzlich sagen, die Tesla soll es dann doch sein, weil wenn ich jetzt die 3 Mille habe, dann haue ich die jetzt auch gleich gegen die Wand. Und dann muss ich gucken, was ich hier noch erforsche. Ich muss echt sagen, die Packer würde ich jetzt am liebsten gleich als nächstes reinknallen. Wobei ich natürlich auch sagen könnte, ich nehme das Dunkle noch. Aber das Dunkle kann ich auch noch sparen auf den Golem. Ah, die Packer hätte ich schon gerne. Das geht mir immer wieder so. Ich gucke und denke mir, was nimmst du, was nimmst du, was nimmst du? Aber ja, momentan ist es halt immer so gewesen, dass es halt echt für die Drachen raufgegangen. Das war natürlich auch so eine doofe Sache. So, gucken wir mal, was der Pro hier liefert. Ja, doch, dadurch, dass halt noch so viel im Alex-Bereich ist, ist das halt echt interessant, dass man da halt wirklich doch nochmal auf richtig Loot kommt. Und dann halt noch 7 Drachen. Die würde ich hier dann so. Hier das gleich. Ah, aber da sind die Minen natürlich. Klar. Nee, dann hier. Dann von hier. Warum von da? Hätte ich jetzt nicht gemacht. Ich wäre von hier gegangen, weil ich halt die Minen klar machen will. Und jetzt geht die. Ja, schade. Jetzt geht die der Drache down. Aber ja, gerade noch so. Schade. Du hättest noch mehr rausgeholt. Aber ist okay gewesen. Ging. Aber hätte man noch mehr. Da hätte man ein Schweinchen vorschicken können und dann wäre das gut gewesen. So, jetzt braue ich hier noch was. Passt auf jeden Fall. Ja, sehr geil. Lukas, wenn da ablieferst, aber du hast gute Truppen, du hast gute Spells. Schön abgelenkt mit den Riesen. Aber man hätte halt auch sagen können, gut, okay, einmal Riesen rauf und fertig. Dann kann man auch den Heal gut nutzen. Das Pulver hast du jetzt natürlich so ein bisschen verschossen. Ich glaube wirklich, von einer Seite halt mit den Riesen direkt reingegangen, wäre eventuell noch cleverer gewesen. Aber Loot ist natürlich auf jeden Fall da, ganz klare Geschichte. Ah, hier wird der King gebrutzelt, auf jeden Fall. Der spielt einmal Currywurst mit Pommes. Ja, mit der Queen reißt du noch was. Da ist das Alex auf jeden Fall weg. Wenn du Glück hast, nee, die Zeit reicht nicht. Sonst hätte ich gesagt, wenn du Glück hast, eventuell sogar noch das Dunkle. Aber einwandfrei, klar, läuft. Läuft auf jeden Fall. So, das war's schon. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Wie gesagt, ich muss das halt wirklich mit dem Schneiden wirklich so machen, dass man da halt echt nicht, wer weiß, wie viel drin hat. Ich habe jetzt momentan, das Video ist jetzt 40 Minuten lang. Mal gucken, was draus wird. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.